Ein absolut winziges Stellpult. Ich baue heute hier ein absolut winziges Stellpult und zwar für meine Modellbauanlage, die ich auf dem Kanal Train Dreams vorstelle, die ich da mehr oder weniger live baue, das heißt mit Wochenupdates versehe. Und damit die Videos dort ein bisschen spezieller sein können und auch hier baue ich solche Sachen gerne hier auf Model Creation. Und damit herzlich willkommen auf diesem Kanal. Hier zeige ich dir heute, wie ich das Stellpult für mein Abzweiggleis für ein Holzlager baue. Was ich machen muss, ich werde es also nicht auf meinen großen Hauptstellpult unterbringen, sondern seitlich an meiner Anlage, weil ich gehe dort sowieso mit meiner WLAN-Maus hin und steuere das vor Ort, wenn ich Züge einfahre. Das mache ich also nicht 3 Meter entfernt, sondern ich gehe gerne dahin, würde mir das angucken wollen und würde das einstellen. Und dazu habe ich eben diese Platine, die wir gerade gesehen haben, erstellt. Wer gerne wissen will im Detail, wie sie funktioniert, kann gerne im Video noch mal ein Stück zurückspringen. Da habe ich alles schön beschriftet, war zwar für mich, aber ich habe es euch fotografiert. Und auf dem zweiten Bild, was wir vorhin gesehen haben, habe ich tatsächlich die Platine auf dem Hintergrund verlötet. Das habe ich nicht oben gemacht, das habe ich hinten gemacht. Wen das interessiert, schreibt mich gerne an. Hier sehen wir die Platine, man denkt, da ist nichts weiter drauf. Nein, das ist alles im Hintergrund, was da passiert. Da laufen die ganzen Leiterbahnchen da, die ich da gelötet habe und die ganzen Strippchen und Litzen und sowas alles lang. Aber ich habe es ja alles schön aufgezeichnet, kann man sich im Grunde genommen abgucken oder man baut sie einfach selber. Das Ding ist kein Hexenwerk. Aber ich habe mir jetzt eine Halterung aus meinem 3D-Laser, so ein Quatsch, aus meinem Lasercutter rausgeholt und habe mir das ausgedruckt, da ich diese Platine gerne unter meiner Anlage auf der rechten Seite, auf meiner Modellbahn, die ist ja in einem Schrank eingebaut. Ich komme ja nicht unten drunter. Das heißt, ich muss ja alles irgendwo dort einbauen und anbauen und wie auch immer. Und habe mir deswegen diese Technik ausgedacht, dass ich diese Platine auf dieses Stückchen Holz da aufbringe und dann drunter einklemmen kann. Wir werden es gleich sehen. Das Ganze wird mit Heißkleber fixiert. Das ist die erste Wahl, wenn man sowas aufbringen will. Da schraube ich keine Schrauben durch oder irgend sowas. Das wäre völliger Quatsch. Und werde auch hier diesmal völlig anders arbeiten. Da kommen wir aber gleich noch zu. Hier sehen wir oben die zwei Halter, die ich da drunter geklebt habe. Die mussten einen Tag trocknen. Und so kann ich dann jetzt die Platine da oben reinstecken und zum Held. Und dann kommen die ganzen Kabel nämlich auf diese roten oder Leisten da, die Pins, dort wird alles immer aufgesteckt. Das heißt, ich kann alles später verändern. Wenn ich mal sehe, dass da ein Signal nicht mit der Rückmeldung übereinstimmt, dann drehe ich einfach die Kabel oder wechsle ich einfach die Kabel aus, fertig. Oder wenn die Weiche anders schalten sollte, als ich mir das vorgestellt habe, drehe ich oder wechsle ich die Kabel um, fertig. Hier vorne an der Anlage, da muss ich jetzt ein Stückchen ausschneiden, denn an diese Stelle wird dieses Stellpult, also diese Blende angebracht. Und die Blende ist, wer meinen anderen Kanal verfolgt und das auch damals gesehen hat, weiß, dass ich die ähnlich gebaut habe. Wir kommen aber gleich nochmal drauf. Hier muss ich erstmal gucken, ob alles waagerecht ist, dass die Blende auch nahe gerade dran sitzt, weil ich habe ja nichts gekonnt, wenn der Ding da schief dran hängt. Und wir sehen schon, die ist ja hier links flacher als rechts. Ganz leicht schräg, weil die Modellbahn macht oben dort eine kleine Steigung nochmal rein ans Ende meines Schrankes. Und hier sehen wir schon dieses Weichensymbol. So habe ich im Grunde genommen auf meinem Hauptmodul meiner Anlage, das habe ich dort allerdings mit einem 3D-Drucker gemacht, das sieht genauso aus. Das heißt, zwei Taster, das sind die großen Kreise, die wir da sehen, und die zwei kleinen Löcher, das sind nachher die LEDs, die mit Doppelbelegung arbeiten. Das heißt, die können rot und grün gleichzeitig leuchten oder nicht gleichzeitig, können sie auch, dann ist orange, aber zumindest ist es Quatsch, können die das dann durch einen Tasterdruck ändern, die einfach ihre Farbe und die Sache ist erledigt. Ich habe das doppelt gelegt, ich habe das mit zweimal Holz ausgeschnitten, da einfach weil ich da ja drauf drücke und man wollte auch 3 mm, ich bin ein Nuschelkopf heute, 3 mm, Entschuldigung, 3 mm Sperrholz biegt sich irgendwann auch durch. Deswegen habe ich da 6 mm draus gemacht, habe das gerade zusammengeklebt und fertig war die Sache, war die Geschichte. Und hier teste ich jetzt immer erstmal aus die LEDs, ob beide Farben leuchten. Ich habe die Erfahrung gemacht, du baust alles ein, du verlötest, du verklebst, du machst und dann leuchtet irgendeine Farbe nicht. Dann geht mein Weg, meistens ist rot. Rot ist sehr empfindlich, warum auch immer. Grün geht fast immer. Und dann bist du fertig, baust das an, drückst drauf. Grün geht aus, rot geht nicht an. Super, kannst du alles wieder abbauen. Und deswegen teste ich es einfach vorher. Die werden auch beide mit verschiedenen Vorwiderständen versorgt. Das heißt, die roten haben wesentlich weniger. Die habe ich mit 360 oben gemacht. Und die grünen mit 1000, also mit 1K ausgestattet, damit so die Farbe, die Gleichheit ein bisschen besteht. Trotzdem hast du immer noch einen kleinen Unterschied zwischen rot und grün.
ja, da könntest du vielleicht noch mehr spielen mit einem Trimpoddy oder irgendwas, aber wir lassen mal die Kirche im Dorf. Ihr seht schon, die Kreise sind in der Mitte ein bisschen größer als auf der zweiten, dem zweiten Holz hier hinten. Das habe ich einfach gemacht, damit ich eben die Beinchen von den LEDs gut reinbekomme. Die bekommen jetzt beide noch einen kleinen Klecks dickflüssigen Sekundenkleber drauf, aber wirklich nur erstmal nur zum Fixieren, denn wenn ich es anlöte, würde sonst passieren, dass ich die LEDs bewege, dann hängen die nachher schief drin und sowas, das bringt alles nichts. Die Taster werden jetzt hier natürlich verlötet, das wird angebracht, die mittleren Kontakte sind da einfach zusammen und dann geht es ja lediglich auf die beiden äußeren und das reagiert auf dem, was ich da gemacht habe. Da kommen übrigens auch später an der Platine an diese Stelle auch mit die Reed-Kontakte, die ich untergebracht habe. Das könnt ihr aber besser sehen, wenn ihr euch das Video am Freitag anguckt, was auf Strange Dreams. Ich werde es, wenn es dann draußen ist, auch hier mit verlinken. Im Moment ist es ja noch nicht draußen. Aber dann verlinke ich sie natürlich auch mit drauf. Und dass ihr euch das angucken könnt, wie das aussieht, wie das fährt. Ich bringe ganz am Ende des Videos mal noch so ein kleines Fahrvideo mit rein, wo ich das zeige, wie ich das steuere im Grunde genommen oder wie ich das regeln kann, wie einfach das im Grunde genommen geht. Und ja, hier sehen wir im Grunde genommen nur, wie die beiden Kabel funktionieren. Es gehen lediglich zwei Kabel rein, weil immer rot und grün wechselseitig aneinander geschaltet ist. Das ist eine recht einfache Geschichte. Und alles wird mit einem einzigen Minuspol versorgt. Das heißt, die Schalter sind auf Minus gepolt und die LEDs auch. Und beziehungsweise der gemeinsame Kontakt ist auf Minus. Und das sehen wir auch in dem schwarzen Kabel, was ich jetzt hier rüber gelötet habe. Das geht also im Grunde genommen an die beiden zusammen verbundenen Kontakte bei den Tastern rüber mit zu den LEDs, sodass die praktisch das Gleiche mit benutzen können. Die Signale auf meiner Modellbahnanlage, die gehen leider umgedreht. Da wird der Plus geschaltet. Deswegen hat die Platine bei mir auch drei Relais drauf. Das werdet ihr nachher nochmal sehen, beziehungsweise am Anfang des Videos war es zu sehen. Und aber gut, da macht man halt ein Relais mehr drauf und gut ist, überhaupt kein Problem. Hier sehen wir die Front, ich finde es recht nett. Ich finde es sehr simpel gehalten vom Outfit her. Das Ganze wird jetzt noch ein bisschen mit Heißkleber fixiert. Es hält auch ohne, aber eine kleine Fixierung ist immer nicht schlecht. Gerade auch hier diese Kontakte hinten, dass die nicht durch irgendwas, warum auch immer, die werden wahrscheinlich nie von alleine zusammenkommen. Aber naja, ich habe es ausgeschlossen, vielleicht machst du mit der Hand mal irgendwas oder was weiß ich. Und dann gehen dann doch die Kontakte oder die Pole von den LEDs zusammen und dann hast du einen kleinen Kurzschluss oder musst die LEDs im schlimmsten Fall austauschen. Auch nicht so lustig. Ja, hier sehen wir jetzt im Grunde genommen die fünf Kabel, die da hinten rangehen, die sind wirklich nur das Stellpult, also das Signal, was von dort weggeht oder das, was angezeigt werden soll. Hier kommt es hin. Auch wenn das hier ganz leicht hinten so ein Ritz drin ist, das ist im Grunde genommen alles so dermaßen klein. Wenn man sich hier vor der Modellbahnanlage hinstellt, das sieht alles perfekt und sauber aus. Aber es kommt ja eh von oben nochmal eine Blende drüber. Unten drunter kommt die Plexiglasscheibe, weil da verläuft eine Schiene, die fährt dort, Die Schiene führt aus dem Schrank raus. Und das wird mit einer Plexiglasscheibe abgesichert. Man kann reingucken, aber man kann da jetzt nicht unbedingt dran fassen. Manchmal hast du ja doch kleine Kinderhände im Haushalt, die da... Und dann kippt da alles um, muss ja nicht sein. Hier sehen wir das kleine Chaos. Es sieht aber schlimmer aus, als es ist. Das sind alles Steckkontakte, die ich im Grunde genommen nur auf die Platine aufstecken kann durch diese Balken, die ich da angebracht habe. Das finde ich recht praktisch, weil man kann es eben verändern. Man muss nur gucken, dass man vernünftiges Zeug sich kauft, dass die Kabel, diese kleinen schwarzen Buchsenstecker, dass die auch entsprechend straff drauf sitzen, ja, dass die nicht von alleine runterfallen. Daher die Platine nachher umgedreht angebracht wird und ich den ganzen Kabelkram und Salat nicht mehr sehe. Viele Dinge passieren auch innerhalb der Kabel. Ihr seht, manchmal gehen da zwei Kabel raus, ist dann zusammengelötet und. Das sind jetzt Details, mit denen möchte ich euch hier nicht wirklich langweilen. Da unten seht ihr, wie eingebaut ist unter der Signal sozusagen die kleine Platine falsch rum. Und hier vorne ist das Stellpult. Man sieht nicht mehr wirklich viel davon und das ist mir wichtig. Hier sehen wir aber, wie es funktioniert. Ich habe gerade auf grün geschaltet, die Weiche geschaltet mit um. Es ist eine ganz simple kleine Geschichte, aber ich finde sie so wichtig, dass es gut funktioniert, dass ich euch das mal heute zeigen wollte. Wie einfach das im Grunde genommen geht, dass es kein Hexenwerk ist, sich eine kleine Steuerung zu bauen, dass es nett aussieht, dass man da nicht mit diesen alten fertigen Tastern arbeiten muss, dass man das auch alles schöner gestalten kann, meines Erachtens schöner gestalten kann, aber das ist ja alles immer ein bisschen Geschmackssache. So, und jetzt sehen wir schon, es ist oben, ich weiß gar nicht, was ich mache. Jetzt schalte ich oben rot,
und jetzt kommt die Lok an und durch einen jetzt fahre ich über das rote Signal drüber da hinten und durch den eingebauten Riedkontakt schaltet jetzt automatisch, zack, habt ihr das gesehen, das Ganze auf grün und es ist auf Durchfall. Das heißt, erst hinter dem Signal, wenn ich bei rot nicht angehalten habe, das heißt, wenn ich da ein bisschen geschlafen habe, dann schaltet alles automatisch um. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Ihr könnt euch hier natürlich gerne noch anschauen, wie ich ein paar 3D-Lasermodelle baue. Das verlinke ich euch ja in der Endcard. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr da auch noch reinschaut. Ansonsten bis zum nächsten Mal, euer Uli. Macht's schön gut. Tschüss.